Und uns mit einer Fackel hier ins Dunkle wagen. Okay, wir können nicht wie ganz normale Menschen die Tür wieder reinnehmen, nur wieder raus. Weil wir müssen da oben lang weiter. Und hier müssen wir mit dem Rollen jetzt aufpassen, sonst lösen wir mit der Fackel nämlich die... Ah ja, genau, hier sind die Jungs. Jedenfalls einer von denen. Ist hier noch einer? Und da ist wieder einer von Pharos Wahrheitsverkündern. Und eine Statue von irgendeinem Weisen. So, der hat hier erst einmal Zeug beschützt. Einen Parierdolch. Und keine Sorge, hier drin müssen wir nicht gegen den Pursuer kämpfen, auch wenn es ein bisschen danach aussieht. Zwillingsklingen. Hier ist ein Gitteraufzug, den nehmen wir allerdings erst später. Beziehungsweise nachher gleich. Noch ein verwecktes Dämmerungskraut, kein Duftzweig, leider. Und hier steht sicherlich irgendetwas voraus, okay. Knochenstab. Gut, das war eine kleine Schatzkammer. Wir haben leider keinen Wahrheitsverkünder mehr im Augenblick, den wir hier benutzen könnten. Der macht nämlich hier etwas auf, wieder eine Wand. Wir können nur mal hier kurz hochklettern, um zu sehen, dass hier nichts ist. Bis jetzt. Nur hier ist etwas, nämlich, wer es erkennt, wir sind da unten, ist das Leuchtfeuer von McDuffs Werkstatt. Das hier ist also einfach einmal ein Rundgang, den wir allerdings nicht brauchen. Ich will nämlich hier nochmal zurück in die Eingangshalle und hier drüben den Käfig nehmen. Also einfach hier reinstellen. Dann kommt ein kurzes Skript. Und wenn man genau hinsieht, liegt hier nämlich Loot, an das ich ran möchte. Und das könnte jetzt sich jetzt etwas schwierig gestalten. So. Diese Tür ignoriere ich dezent, gezielt. Sondern ich renne jetzt einfach mit ausgestreckter Hand hier rüber. Und schnappe mir das Asketenleuchtfeuer. Und jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier vorsichtig auf den Mittelsteg komme. Meine letzte Flasche schlucke und hier unten wieder lande. Die Tür ignoriere ich aus dem Grund, weil die führt uns hinter den nächsten Boss. Also den ich als nächstes machen möchte. Deswegen geht es jetzt erst einmal... Das brauchen wir ja nicht mehr. Geht's hier zurück. Wir haben nämlich den Duftzweig. Damit können wir da weiter oben den einen Soldaten entsteinern. So. Verwecktes Dämmerungskraut ist wie gelbes Kraut und normales Dämmerungskraut für Magieeinsätze zum Wiederherstellen. Asketenleuchtfeuer, Entschuldigung, das kann man an Leuchtfeuern verbrennen, wie diesem hier, um die Gegner auf NG Plus zu bringen. Hier, verbrennen im Leuchtfeuer stärkt nahe Feinde. Und das Ding resettet auch das Gebiet teilweise, also den Loot, den man dort finden kann. Außer den im Metallthron. So, das kann also auch weg. Das Skeptiker-Gewürz brauchen wir im Augenblick auch noch nicht. Noch etwas, was augenblicklich weg kann? Nö. Die zwei Linien und den Parierdolch können wir weglegen. Das Wanderer-Set können wir ablegen. Den Ring habe ich schon abgelegt und alles andere brauchen wir noch. Beziehungsweise rentiert sich nicht abzulegen, also zum Beispiel hier Edelsteine. So, jetzt reisen wir noch einmal zurück nach Majula. Und geben die Seelen noch einmal aus, die wir haben.
Das bringt nämlich fast wieder 3 Level-Ups. Wenn ich ein paar Batterien aufknacke, sind es sogar 3. Batterie benutzen. Die hat nicht viel gebracht. Die hat etwas mehr gebracht und eine von denen hier noch. Dann haben wir genug Seelen. So, weg mit dem Menü. Und upgraden. Aufsteigen. Wieder in Geschicklichkeit. Einfach, dass wir mehr Schaden machen. Und es reicht doch noch nicht ganz für 3 Level up. Deswegen knacke ich nochmal eine Batterie auf. Gut, habe ich mich etwas verkalkuliert. So. Und jetzt können wir noch ein Level up machen. Sehr schön. Und können jetzt zurück reisen in die verlorene Festung zu MacDuffs Werkstatt. Ich hätte den fernen Turm nehmen sollen. Ja. Reisen wir schnell rüber zum fernen Turm. Weil von da aus kommen wir leichter. Da müssen wir uns nicht gegen durch so viele Gegner durchboxen. Eigentlich hauptsächlich gegen den da. Und ja, hier ist der reguläre Weg hier rüber. So. Rachel. Ja, du siehst aus wie ein PC. Also wie ein Spieler. Au, da war ich jetzt zu langsam. Macht hier doch nichts. So, hier kommen wir durch. Hier ist auch noch eine Spielermarkierung. Slayer, der ist definitiv kein NPC. Au. So, weg mit euch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Aggroe ich dich? Ja, ich aggroe dich. Das ist nicht gut. Du kommst nämlich jetzt darüber gerannt. So. Wow, du bist böse, was das Flammenwerfen angeht. Also beim nächsten Mal unbedingt merken, bevor ich hier rüber springe, den aus dem Weg räumen. Falls ich jetzt beim ersten Anlauf den Boss nicht schaffe. Der als nächstes kommt, der ist nämlich auch recht garstig. So, der Kumpel ist entsteinert. Man sieht, da ist wieder eine Hülle. Also weg mit ihm. Und hier drin wird's lustig. Wow. Einer weg. Ja, die Jungs bekämpft man am besten. Ja, Vorsicht vor Trio. Alltägliche Frucht. Also mit Trio ist auch doch der hier gemeint. Nein, da sind 3 gemeint. Und man merkt, der Speer ist hier unbezahlbar. Jo, hier sind noch mehr von diesen Tonkäfigen, durch die man einfach durchrollen kann. Und das hier ist die Schützenposition, die ich in der letzten Aufnahmesession mal gemeint habe. So, wir können hier unten kurz lang gehen. Dort kommt uns auch nochmal einer entgegen. Hier ist einer sogar eingesperrt, so ein mumifizierter. Wagt es ja nicht, Kursi sagt Vorsicht vor Loch. Ja, die absolute Trolltüre. Da fällt man nämlich runter, also bewerten wir das mal positiv.
Oh, da wäre eine Fackelhalterung, die wir anzünden könnten. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wir klettern hier die Leiter erst einmal hoch. So. Nebelwand. Und die Jungs hier. Also erstmal die beiden ausschalten. Und die kommen uns jetzt gleich entgegen. Runterrutschen. Genau, da sind sie nämlich schon. Au. So, dich blocke ich mal. Das ist sicherer. Lebensstein. Davon müsste ich mir auch mal demnächst wieder welche besorgen. Denn die Jungs kamen aus dieser Richtung hier. Also da, wo vorhin das Trio herkam, kamen auch die. Und da unten sehen wir die Kampfarena, wo wir vorhin den Pursuer besiegt haben. Das erste Mal besiegt haben hier in der dunklen Festung. Mutige Felicia, das ist ein NPC, definitiv. Vorsicht vor Hinterhalt. Ja, hier, den haben wir schon ausgemerzt, den Hinterhalt. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Zellen an. Hier könnten wir die Pilgerin rufen, die uns dabei helfen würde, den Boss zu besiegen. Der nämlich hier gleich kommt. 5 Flakons dürften reichen. Der Boss ist nicht so einfach. Wie man nämlich sehen kann, es sind 3 Bosse. Also erst einmal haben wir hier oben einen. Und den sollten wir auch hier oben besiegen. Und immer schön blocken, wenn wir es denn können. So. Wenn wir ihn nämlich besiegt haben, kommen gleich die nächsten beiden. Ich warte jetzt mal ganz vorsichtig. Da sieht man schon den einen kommen. Und den anderen hier hochspringen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. So. Jetzt springen wir runter, rennen schnell mal weg. Das hat nicht gefruchtet. Das wird, glaube ich, nicht mehr klappen. Okay, doch, es klappt noch, gerade so. Oh gut, du wirfst dein Schild weg. Dann kannst du nämlich wenigstens nicht mehr blocken. Also ja, die kriegen ihre Schilde nämlich nicht zurück, wenn sie den einmal weggeworfen haben. So, jetzt schnell raus hier. Jetzt müssen wir die beiden irgendwie aggroen. Genau so. Ist es am besten. Au. Und ich merke, das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich habe nämlich nur noch einen Flakon. Wow. Und ja, wenn sie beide ordentlich zusammenstehen, ist das sowieso schlecht. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Okay, wir haben einen, haben wir gleich. Und einer von der Sorte geht eigentlich. Ja, haben wir mal auch den anderen. Aber eigentlich will ich mich auf dich konzentrieren. Na, nicht so gut.
Okay.